Hallöchen. Gott, ich sterbe. Ohne Witz, dieses Mal ist es soweit. Dieses Mal ist hier Schicht im Schacht. Dieses Mal gehe ich einfach nur in Flammen auf in meiner kleinen Bude und warte darauf, dass ich allmählich zerfließe vor lauter Hitze. Hi, wunderschönen guten Abend. Ich bin Mikey und herzlich willkommen zu unserem kleinen Stream am Dienstagabend um 16.58 Uhr. Nicht klugscheißen, ja? Ich bin früh dran heute. Ich bin auch etwas am Sack. Ich war den ganzen Tag auf Achse und habe Krempel angekauft, weil ich am Donnerstag auf Nature One fahre. Das heißt, das Stream am Dienstag steht auch ein bisschen noch auf der Kippe, weil ich keinen Dunst habe, ob ich das tatsächlich überleben werde. Auf die gute Nachricht an der ganzen Nummer ist, dass ich tatsächlich Urlaub habe. Deswegen nehmen wir uns hier ein Bierchen und können uns zurücklehnen, entspannen. Und ich würde auch ganz gern Soma heute durchziehen. Hoffentlich sind wir auch da einigermaßen in der Reichweite davon, auch wenn ich es nicht unbedingt einschätzen kann. Eben weil ich nicht weiß, ob ich dann am Dienstag tatsächlich dazukomme und ich möchte auch keine größeren Pausen hier reinhauen, weil wir sind gerade so herrlich im Rhythmus drin. Und dann können wir entweder nächsten Dienstag entspannt Pause machen, dann müssen niemanden aus der Nummer hier rausreißen, oder wir können was anderes anfangen, oder wenn es mir tatsächlich richtig madig gehen sollte, wovon ich fast ein bisschen ausgehen werde, weil es ist mein erstes Festival, ich habe sowas noch nie mitgemacht. So, weg. Und deswegen weiß ich nicht unbedingt, wie ich das vertragen werde. Es wird auf jeden Fall spannend. Spannend ist ein gutes Stichwort, das ist nämlich auch Soma. Wo sind wir gerade? Simon has escaped Vader and can finally make his way to Omicron, where he can find a power suit that will stand the pressure of the Abyss. Einen wunderschönen guten Abend, Doronheim. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Ich wollte das eigentlich üben. Sorry. Anyway. Ich bin noch nicht so richtig auf dem Laufenden. Wir sind gerade aus Vader im wahrsten Sinne des Wortes rausgekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und müssten jetzt eigentlich vor einem riesigen Feld aus Wasserbomben stehen. Wird spannend. Sag ich mal. Eventuell. Ah, okay. Der Rechner ist heute schon den ganzen Tag ein bisschen seltsam. Wir müssen auch mal geschwind nebenher gucken. Wenn es von der Qualität hier gar nicht gehen sollte, dann bitte einmal melden. Beziehungsweise ich laufe hier einmal gerade ein bisschen im Kreis rum. Ich habe ein bisschen was an meinem Setup getan. Und wenn es arg ruckeln sollte, einfach Bescheid sagen, dann stelle ich es nämlich wieder um. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Am Sound habe ich glücklicherweise nichts rumgeschraubt. Das heißt, zumindest den Teil können wir uns jetzt sparen. Wie versprochen? Wasserbomben. Voll gut. Das sind Wasserbomben, oder? Das sind keine Wasserbomben. Ich habe mein großes Maul wieder. Sehr fix. Eventuelle Geräusche im Hintergrund sind eine sehr aufgeregte Katze, die am Fenster rumspringt und Fliegen jagt Power Failure. Was seid ihr denn bitte für Dinger? Ihr seid ein bisschen hart Overkill für einfache Bomben, einfache Bojen, oder? Ich muss hier mal ein bisschen leiser machen bei mir. Nein, die Mucke ist mir schon zu laut. Ich habe ihr eigentlich gerade was zu fressen gegeben. Ich weiß nicht unbedingt, was ihr jetzt schon wieder so hart auf den Sack geht. Na, guck mal. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut bedient mit Leben, aber ich nehme das Ding sicherheitshalber mal mit. Ja, für alle neuen Zuschauer, das hier ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Aber das soll auch Soma sein. Soma möchte das genauso erreichen. Upsala. Okay, den kriegen wir nicht wieder auf die Kette. Wir spielen eine Version eines Menschen, dessen Gehirn aufgrund von medizinischen Gründen gescannt worden sind. Und während diesen Scans sind wir in der Zukunft wieder aufgetaucht als eine Art Roboter, ja. Die Welt ist tatsächlich untergegangen, ein riesiger Komet hat die Erde vernichtet und die Oberfläche unbewohnbar gemacht.
Die letzten Menschen sind vor Jahrzehnten bereits in die Meere geflohen und haben dort eben versucht zu überleben. Allerdings ohne wirklich Erfolgschancen, weswegen unsere gute Freundin Catherine auf die Idee kam, Gehirne der Überlebenden zu scannen. Ach, guck mal, ihr lernt Catherine gleich kennen. Oder nein, auch nicht. Okay, Catherine kam auf die Idee, Gehirne zu scannen und die in eine virtuelle Arche einzufügen. Ah. Pressure Pump, die geht natürlich auch nicht ohne Saft. Manual Override. Lasst mich den Gedanken kurz zu Ende bringen. Catherine scannt praktisch die Gehirne der Überlebenden, genau wie es mit unserem passiert ist, und will diese in eine virtuelle Arche stecken, wo die Menschen in einer perfekten simulierten Welt weiter existieren können, zumindest eine Version ihres Bewusstseins. Diese Arche wird dann ins Weltraum geschossen und soll dann in einer stabilen Umlaufbahn von Pluto mehrere tausend Jahre mit Solarenergie überleben. Da geht natürlich auch nicht ohne. Ah. Okay. Better be careful. Okay, finden die lustig? Aha. Also das funktioniert jetzt. Open Valves, da steht alles, was ich tun muss. Ich darf mich nur nicht so blöd anstellen. So, das Problem ist, dass viele Leute hier in der Zukunft in dieser apokalyptischen Welt eben so verzweifelt waren und dermaßen keinen Ausweg gesehen haben, dass jemand auf die Idee gekommen ist, wenn man sich direkt nach dem Gehirnscan das Hirn aus dem Schädel rauspustet oder sich beziehungsweise seinem wirklichen Körper das Leben nimmt, dass man automatisch sein Bewusstsein in das des Gehirnscans übertragen wird, der in der Arche ist, und man da eben auf ewig ein perfektes Leben führen kann. So, na also. Cool. Und das ist so der Stand der Dinge. Im Großen und Ganzen. Um die ganze Sache tatsächlich noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es da... Oh oh. Gibt es da eine KI, die wahnsinnig geworden ist und angefangen hat, die Bewusstseine der Menschen in Maschinen zu verpflanzen? Gegen die kämpfen wir hier zwischendrin mal an, beziehungsweise kämpfen ist vielleicht zu viel gesagt. Wir weichen denen aus, weil die meisten von denen sind wirklich bösartig und verrückt. So. Das ist eine sehr kurze Zusammenfassung eines sehr komplizierten Spiels. Weil aus dem ist nicht viel rauszuholen. Also gut. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Cool. Okay, können wir... How are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. That's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it.
Okay. Gutes Gespräch, schätze ich mal. So, Power Level. War das so klug? Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assumptions, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil der WoW versucht im Prinzip dasselbe wie wir, die Menschen irgendwie zu erhalten, weil er darauf programmiert worden ist. Are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figure there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Ah, nein. Könnt ihr das mit den philosophischen Gesprächen mal für 5 Minuten lassen? Das wäre echt cool. Oh. Der Fix. Wir müssen hier eigentlich nur genug Sicherungen runterbringen nach unten rechts, weil unten rechts ist wohl die Omikron-Station, wenn ich das richtig gesehen habe. What the fuck? Ich war so nah dran, verdammt nochmal. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Dafür sage ich, kann immer nur eine bestimmte Anzahl an Sicherungen aktivieren. Sehe ich das richtig? Und hier auf dem letzten Meter macht sie mir dicht. Also habe ich. Left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do. That's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Ah, das macht aus der Sache auch wieder ein bisschen Sinn. Schön zu sehen, dass mein Mikrofon wieder funktioniert. Ich glaube, ich war da gerade am Ende ein bisschen abgeschnitten. Omicron ist quarantined. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Okay, dafür brauchen wir offensichtlich einen Code. Whoops. Did you do that, Catherine? What? Never mind. Okay. Blackbox Status. Offline, 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 offline. Okay, zumindest sind sie alle mal hin. Oder als tot gemeldet. System Updates.
Mikrofon ist... Sub, hallo, hallo. Check. 1, 2, 3. Mein Mikrofon ist heute beeindruckend und kooperativ. Ich darf gerade echt nicht ans Kabel kommen. Das ist sehr kurios. Aber gut. Jetzt lasse ich es mal so. So, wo war ich? 10.09.2098. Volchesk. Update enables black boxes. 11.07. Ein Jahr später. Standard XVB Extensions. Heimatsu. 5.08. Area Calibrator. Ist da auch irgendwas anderes dabei? Diagnostic Tool. Was immer das sein soll. Ach, das könnte der Vernetzungszeitpunkt mit WoW gewesen sein. Stuff needed to make the crane work again, all up to Eleanor. Unnecessary security update for the paranoid lab rats that people don't bite. Cool. System updates, waren wir gerade. Und dann hier eben dieser seltsame Eintrag. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Es sieht mir relativ nach einem Code aus. Vielleicht um die Quarantäne aufzuheben. Die 1-Million-Euro-Frage ist, wer will, dass wir die Quarantäne aufheben? Omicron Quarantine has been lifted. Cool. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown cancelled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Catherine ist da deutlich härter drauf als wir. Kann ich jetzt auf ihn zugreifen? Nein, kann ich nicht. Bringt immer noch nichts. Okay, alles klar. Ich schaue nur noch geschwind da hoch, weil da waren wir noch gar nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Nummer angeht. Ha, guck mal. Adam Goleski is ordered to come to Fader as soon as possible. Urgent. Whoops. Gas guy tried to figure out what it was about, but they wouldn't tell me anything. All I know is they asked if you were missing or if you were dead. Something must have freaked them out. I think you better do as well as they tell you. Herbie. Okay. Weiß nicht, ob mir das weiterhilft. Au. Safe fix. So. Ich weiß nicht, warum Catherine sich hier so wenig Sorgen darüber macht, dass wir in Omicron einfach reingelassen werden. Bisher war nichts hier wirklich einfach. Okay, Sekunde. Hallo, ich wollte hier gar nicht wieder raus. Oh, oh. Ah, okay. Klar, wenn das Ding online ist, dann müssen wir das nicht mehr manuell machen. So. Wundervoll. Damit können wir jetzt in Omicron. Ich gucke da. I'm fucking open. And nobody's answering to anything. What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes, tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Holy shit. Zieht er da einfach den Helm ab. Freunde. Gucke da.
du auch wieder am Start. Allmählich habe ich das Gefühl, je kleiner die Roboter sind, desto... Wo seid ihr jetzt wieder aktiv? Kann ich nachgucken, was ihr seid? Da müssen wir noch kurz machen. Das interessiert mich wirklich. Atlantic Herring Population. Oh, das sind tatsächlich Gehege. Das sind tatsächlich Käfige. Und die haben da drin tatsächlich Tiere gehalten. Oder vielleicht gezüchtet, damit sie essen können. Interessant. Bup. Population count unreliable. Ja, vermutlich, weil sie alle weg sind. Okay, Omicron. Eine Million Euro Frage ist natürlich, wie schaffen wir es da jetzt rein? Beziehungsweise rein, die Frage ist geklärt. Wir müssen bloß gucken, dass uns das, was immer da drin auf uns wartet, vielleicht nicht gleich mit aller Gewalt umbringt. Das ist kein Abgrund, in den ich mich bewegen möchte. Oder zumindest nicht, bis wir den Powersuit haben, der uns dabei hilft, den Druck, der da unten stattfindet, der sich da unten befindet, der Wasserdruck, der da auf uns einwirkt, haha, so lange standzuhalten, dass wir uns die Arche schnappen und sie dann tatsächlich hochballern können. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones? Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Ich glaube nicht, dass die es tatsächlich reingeschafft haben. Die hatten wohl aber auch keinen netten, freundlichen Helfer auf der Innenseite, der uns reinlässt. So, theoretisch sollte sich das Wasser hier jetzt gleich wieder abpumpen. ACR ist der Climber und da wollen wir eigentlich hin. Okay. Mechanism malfunction. Use alternate entrance. You fucking kidding me? Das Ding vielleicht aufdrücken? Nein. Dann müssen wir das wohl oldschool machen. So, alternativen Eingang. Wo könnte der sein? Muss jetzt doch da irgendwie runterkämpfen? This had better be the right way. Ich sag mal, wir sind auf dem richtigen Weg, weil ansonsten wird die Voice Line vermutlich nicht triggern. Da, guck mal, da ist doch Licht. Kommen halt im Keller raus. Das ist vielleicht auch nicht mal so das Falscheste, weil das ist eher der Ort, wo ich mal so einen Anzug aufbewahren würde. So. Okay. Ja, das sieht doch besser aus. Ich sag's euch, ich bin müde heute. Es ist wirklich... Boah. Urlaub ist bald anstrengender als arbeiten. Ruckel. Oh oh.
Scheiße, was ist denn mit euch passiert? Ich schätze mal, wir finden raus. Alter, von ihr kriege ich auch nichts. Ich gehe davon aus, dass es eigentlich sie ist. What the fuck, wieso kann ich auf die Blackboxen von denen nicht zugreifen? Damit zu tun, dass die ganze Station in Quarantäne ist. Containment. Gucken wir uns vielleicht zuerst mal hier auf dem Stockwerk um. Global Lockdown Active. Override Dive Room Console. Weil hier ist die Wow-Infektion zumindest ordentlich fortgeschritten. Das kann man zumindest mit Gewissheit sagen. Und hier reiße ich erstmal noch nicht so arg viel. Würde ich behaupten. Das hier sieht fast aus wie ein Dive Room, aber eine Konsole ist hier auch keine. Und die Tür will ich, glaube ich, gar nicht so wirklich öffnen. Was war das? Hydroponics Containment F. What the fuck? Dem hat Wow aber schon fröhlich rumgeaugmented. Wow. Was muss ich stoppen? What the fuck? Das ist auch schon mal das eins von den Dingern tatsächlich mit mir gesprochen hat. Naja, vielleicht nicht das erste Mal, aber... Das hat mal nicht komplett einen Unsinn von sich gegeben. Das hat mal so gewirkt, als würde es tatsächlich wirklich mit uns sprechen. Was war denn auf der Station los, Alter? Ich hab grad so harte Dead Space Vibes. Okay. Ist auch nichts Besonderes. Bin eigentlich gerade voll im Jumpscare-Modus. Echt jetzt? Fucking? Echt jetzt? Verdammt, ich wollte eigentlich... Ian Peterson... Catherine Judah, ganz links. Chu. Ist da ganz links. Ich glaube sogar in einem von diesen Powersuits. Also hat sie es vermutlich runter geschafft zur Arche, behaupte ich mal. Das kennen wir schon. Powersuits test and ready. Jasper confirms. Omicron scans are in the arc. Catherine confirms. Loaded equipment and extra rations. Evashkin confirms. Climber calibrated for weight. Allen confirms. Crane operator ready. Allen confirms. Omicron standing by for pickup in 2 days. Eames confirms. Okay, 2 Tage, bis wir es hier raus geschafft haben. Und ein kaputtes Omnitool. Zu. Und zu. Sehr konsequent auf jeden Fall.
Ich kann Catherine da auch nicht einsetzen, wenn wir keinen Saft haben, oder? Ah, könnte ich doch. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ich will nicht mein Bewusstsein in einen anderen Körper transferieren. Das ist die letzte... Solange wir das spielen, ist das schon schief gelaufen. In D ist noch irgendwas drin. Schätze ich mal, dass das das bedeutet. Okay. So. What are you waiting for? Find a power suit and let's get on with this. Ugh. Fuck. Nice. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Not us. Oh Gott, das könnte widerlich werden. Heimat zu Power Suit. Information, guaranteed to withstand temperatures planning from usage, easily assembled, controller, onboard monitoring, pulse, brain activity, body temperature. Ja, okay. Zurück bitte. Zurück bitte. Ah, back, ich Idiot. Tracking. Also zumindest irgendjemand hat es bis zur Climber Station geschafft. Activation Port D. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few kinds of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip? Structure gel and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back.